Hallo, mein Name ist Mariana Elgerter und ich bin für die Gedenkstätte Sachsenhausen als Guide tätig. Ich stehe hier am Bahnhof Sachsenhausen. Die Geschichte der Konzentrations- und Vernichtungslager ist untrennbar mit den Transporten in den Zügen und ihrer Ankunft an den Bahnhöfen verbunden. Auch dieser Bahnhof hier war die Endstation einer oft langen und qualvollen Reise zahlreicher Sachsenhausen-Häftlinge aus ganz Europa. Er ist aber auch unmittelbar mit dem Schicksal der zweitgrößten Opfergruppe des Nationalsozialismus verbunden, den sowjetischen Kriegsgefangenen. Die sowjetischen Kriegsgefangene werden als Opfergruppe in Deutschland kaum erinnert. Es ist selten etwas über sie bekannt und sie werden selten erwähnt. Hier am Bahnhof Sachsenhausen kamen die ersten Transporte am 31. August 1941 an. In den nächsten Monaten bis zum 15. November 1941 folgten zahlreiche weitere Transporte. Insgesamt kamen hier am Bahnhof etwa 13.000 sowjetische Kriegsgefangene in Güterwagen an. Der damalige Pfarrer Kurt Scharf berichtete über die Ankunft: Nachts wurden die Transporte hier ausgeladen und unter grellem Scheinwerferlicht. SS-Leute mit Peitschen und ihren Hunden warteten auf die Eintreffenden. Sie stürzten entkräftet aus den Waggons. Ein Teil von ihnen sterbend, ein Teil war unterwegs gestorben. Die Leichen türmten sich auf dem schmalen Bahnsteig und der Rest der Lebendigen wurde von den SS-Leuten dann die Straße entlang ins Lager getrieben. Wer unterwegs zusammenbrach, bekam einen Genickschuss. Die Anwohner hier wurden also nicht nur mit dem offenen Terror der SS konfrontiert, mit den Schlägen und den Genickschüssen, sondern auch mit den Kriegsverbrechen der Wehrmacht. Denn die ankommenden ehemaligen sowjetischen Soldaten waren vorher in Wehrmachtslagern im Deutschen Reich untergebracht gewesen. Zum Beispiel in Bergen-Belsen, in Fürstenberg an der Oder oder in Neubrandenburg. Dass die sowjetischen Kriegsgefangenen hier am Bahnhof in einem so schlechten körperlichen Zustand ankamen, dass viele von ihnen schon in den Zügen gestorben waren oder hier am Bahnsteig, das erregte ein großes Aufsehen unter den Anwohnern und zeigte ihnen, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen in den Wehrmachtslagern sehr schlecht versorgt und auch behandelt worden waren. Dieses Foto zeigt sowjetische Kriegsgefangene kurz nach ihrer Ankunft im Konzentrationslager Sachsenhausen im September 1941. Es ist ein Propagandafoto, aufgenommen von der SS, welches die damaligen tatsächlichen Zustände geschönt wiedergibt.